FC Gundlach, Sammler, Galerist, Kurator, Stifter und einer der herausragendsten deutschen Fotografen der Nachkriegszeit. Rund 4 Jahrzehnte lichtete er die internationale Mode ab. Mit seinen Bildern, die immer auch den Geist ihrer Zeit widerspiegeln, prägte er die Wahrnehmung von Mode. Im Alter von 10 Jahren beginnt FC Gundlach zu fotografieren, als er eine Aquabox mit Selbstauslöser geschenkt bekommt. Und zum Beispiel gibt es ein Bild, da habe ich also meinen Bruder und einen gemeinsamen Freund und ich sitze ganz unten, weil ich natürlich dahin laufen musste durch den Selbstauslöser, übereinander drapiert sozusagen oder aufgestellt, also inszeniert. Also es ist mein erstes inszeniertes Bild ist auf meinem ersten Film und das war vielleicht ein Hinweis oder ein Gen, das sich dann also weiterentwickelt hat, mein ganzes Leben lang. Gundlachs erste Veröffentlichungen sind Theater- und Filmreportagen. Er hat die Stars der 50er und 60er Jahre vor seiner Linse. Doch seine Bilder sind anders. Sie treffen den Kern, die persönlichen Momente der Stars. Ab 1954 arbeitet Gundlach für die Zeitschrift Film und Frau. Er beginnt sich auf Modefotografie zu spezialisieren, damals als die Models noch Schauspieler waren. Die Mode war sehr feminin, die engen Taille, die Petticoats kamen. Aber das hielt nicht länger wie 10 Jahre. Nach 10 Jahren hat sich das Frauenbild eben grundsätzlich geändert. Für mich sind die 60er Jahre eigentlich das wichtigste Dekade im letzten Jahrhundert gewesen. Nicht? Also es betraf eben alles. Auch genauso die Frau, die berufstätig war, selbstbewusster war, ihr eigenes Geld verdiente zum Beispiel. In seinen Arbeiten für die Zeitschrift Brigitte kreiert Gundlach dieses veränderte, emanzipierte Frauenbild mit. Von 1963 an fotografiert er für die Brigitte, die in ihren Modeteilen das neue Frauenbild präsentiert. Doch beim Fotografieren allein bleibt es nicht. In Hamburg gründet er ein professionelles Dienstleistungsunternehmen für Fotografen. Später kommt noch eine Galerie dazu. Hier wird auch der Grundstock für seine eigene Sammlung gelegt. Er überlässt sie als Dauerleihgabe dem Haus der Fotografie in Hamburg, dessen Gründungsdirektor er 3 Jahre lang war. Denn die Fotografie ist für FC Gundlach nicht nur Handwerk, sondern immer auch ein Medium der Kunst gewesen. Ich habe nie einen Unterschied gemacht. Ich habe mich zwar als Dienstleister gesehen, in einem gewissen Sinne. Ich habe eine Funktion wahrgenommen, indem ich also Bekleidungsstücke, Moden umgesetzt habe in Bilder und sie publizierte. Wenn ein Bild, was ich gemacht habe vor 20, 30, 40 Jahren oder ein anderer Fotograf, wenn das dann noch heute, wenn ich es mir angucke, mich beeindruckt, dann ist es ein gutes Bild.